Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Nitro im Dschungel. Und letzte Folge haben wir da diesen wunderschönen Eingang gemacht. Ich habe mir ein bisschen was überlegt. Der Baum steht immer noch nicht, aber das hätte mich jetzt gewundert. Was wir jetzt mal machen werden, das werden wir mal da weglegen. Das werden wir auch mal da rein tun. Ich würde ganz gerne vielleicht eine kleine Höhlentour machen. Und zwar, wir haben ja da unten eine Höhle, weil wir haben kein Eisen mehr und unsere Schaufel ist auch bald wieder kaputt. Und deswegen würde ich ganz gern mal kurz in eine Höhle reingehen. Vielleicht nicht nur kurz, eventuell ein bisschen länger. Das Glas nehme ich auch mal nicht mit. Jetzt gehe ich da zum Sand drauf. Holz haben wir. Wir haben ein bisschen Essen. Also ein bisschen wenig Essen. Kobbel haben wir. Erde haben wir. Kohle haben wir mit. Wassereimer nehmen wir eventuell auch mit. Pfeil und Bogen natürlich auch. Dann werden wir mal ganz kurz von unten noch ein bisschen Essen holen, weil die Kiste soll es eigentlich noch geben, jawohl. So. Warte mal. Ist Weizen drin, das wollen wir mitnehmen. Machen wir gleich ein paar mehr. Da haben wir eigentlich noch welche, ja genau. Und ich weiß, ehrlich gesagt, gar nicht mal das Crafting-Rezept. Das war es nicht. Kekse. Machen wir nicht ganz so viel Cookies. Jetzt haben wir jetzt 32. Die machen zwar nicht viel Hunger, aber Kekse sind Kekse. Da kann keiner was dagegen sagen. Ich gehe noch mal schlafen. Und je nachdem, wie lange ich in der Höhle bleibe, schneide ich es raus oder nicht. Weil ich habe eh schon so viele Höhlenvideos. Und wenn ich es nicht schneit, dann werde ich in einer Folge wieder nicht fertig. Ich habe auch ein bisschen was an den Videoeinstellungen gemacht. Ich hoffe, das Bild schaut nicht ganz so schlecht aus. Wenn es schlechter ist als vorher, dann wird es nächste Folge wahrscheinlich wieder normal sein. Aber wenn es schlecht ist, dann ist nur die Folge. Wenn soll es schlecht sein, dann tut es mir leid. Ich probiere gerade im Moment ein bisschen rum mit den Videoeinstellungen, dass ich die Videos nicht immer so riesig habe, weil ich habe teilweise, weiß nicht, 15 GB Videos und das, also halt ein Video 15 GB und das halt schon viel. Ist es überhaupt die Höhle, wo wir drinnen waren? Ja. Okay. Na gut. Wenn wir dann natürlich anfangen, alles zu mitnehmen. Unsere Spitzhacke sollte eventuell mal wieder Diamanten sehen. Das wäre jetzt mal so das Ziel. Und ja, wenn es länger dauert, dann sehen wir uns nachher wieder, wenn ich wieder draußen bin. Wenn es nicht ganz so lang dauert, lasse ich es entweder drin oder es wird eine Timelapse. Das weiß ich aber noch nicht. Werden wir schon sehen. So, da bin ich wieder. Man sieht's da. Ja. Latest Death. Ich bin einmal gestorben, leider. Ich hab's zwar aufgenommen, aber ich kann das nicht reinschneiden, weil sonst kriege ich ein bisschen Copyright-Probleme, weil ich habe währenddessen Musik gehört, weil ich da schon gewusst habe, dass es länger dauern wird. Und aber es war ein Creeper. So schaut's aus. Wir haben ziemlich viele Diamanten gefunden, also ich wäre jetzt so mit 20 zufrieden gewesen, beziehungsweise wäre von 20 ausgegangen, aber ja, wir finden einfach 44, beziehungsweise 47, weil ich habe mir eine Dierspitzhacke gemacht, einfach wegen, weil ich die nicht zu sehr benutzen wollte, weil die eh schon ziemlich kaputt ist. Und jetzt will ich aber endlich raus aus der Scheißhöhle. Es regnet, sehr schön. Sehr schön. Na toll. Ja, und dann muss ich auch
noch was zeigen. Ja, einen Minenschacht habe ich auch gefunden. Da war ich bis jetzt aber noch nicht wirklich drinnen. Weil... Ich renne in die falsche Richtung. Weil, ja, mein Inventar ist das Platz aus allen Nähten. Und, ja. Ach nee, doch richtige Richtung. So, warte, aber wenn wir gerade da sind... Mich tät echt interessieren... Wie kommt man hier hoch? Aha, so schätze ich mal. Ah, da ist unser Haus. Drei Emeralds. Kelp. Melonensamen. Na gut. Also ich würde sagen, die nehmen wir mal mit. Spaß. Ah, da ist er aufgegangen. Yay. Fackel geht nicht aus unter Wasser natürlich. So wie sie es gehört. Kann der nur tauchen so oder was? Nicht schwimmen? Wow. Na gut. Dann sind wir jetzt endlich mal wieder da. Home sweet home. Wo es reinregnet. Ja, okay, da müssen wir vielleicht noch was machen. Das ist nicht ganz so gut, dass es da reinregnet. So, aber, wir werden jetzt erstmal, so, ja, 4 Stacks Eisen, 1,5 Stacks Gold, ziemlich viel Redstone, da wären viel, viel mehr gegangen, da klebt noch so viel in der Wand dort unten in der Höhle, und auch so viel Kohle noch, aber ich habe einfach keinen Platz mehr gehabt zum Mitnehmen, ja, das war ein bisschen ein Problem. Warte mal. Ah, das war jetzt doof. Ah, ich muss kurz... Wir machen da eine Kiste rein. Da kommen die ganzen Mining-Sachen hin. So. Die Diamanten kommen da hin und dann kommt da... Kommt's Gold. Da ist Eisen und da ist Gold. So, dann haben wir Mob Drops. 2 Endermen habe ich gekillt, einer hat mir was gegeben. So, dann können wir da die Kohle rausnehmen. Ein bisschen was lassen wir uns selber im Inventar. Und dann werden wir da erstmal Eisen schmelzen. Und dann werden wir da gleich noch 2 machen. Ich stelle jetzt einfach nur da daneben. Es schaut urkacke aus, ich weiß, aber ist egal. So, das Gold machen wir dann später. Warte mal. Spencer Furnace. Achso, den Blast Furnace habe ich letztes Mal schon nachgeschaut und den nicht gefunden. Keine Ahnung, was uns da fehlt, aber sehr komisch. So. Gut. Warte mal, den einen Waypoint, und zwar Ausgang, den können wir mal disablen. Müssen wir nicht die ganze Zeit sehen. Den Latest Death werden wir auch mal disablen. Da will ich dann aber später noch was hin, weil ich muss euch da unbedingt zeigen, was da passiert ist. Jetzt brauche ich mal die Schere
Und zwar, warte, ich zuerst gehe ich mal schlafen. Und da mache ich den Shader wieder rein, weil den habe ich ja ausgeschaltet. In der Höhle ist das ein bisschen praktischer, wenn der Shader nicht einer ist. Aber das mit der Fackel, das funktioniert trotzdem. Das ist recht witzig. Ich meine, jetzt sieht man es nicht gut, aber das geht auch nur mit Optifine. Zwar den. Du. Oh, lag. Okay. Ja, es sieht jetzt wieder besser aus. Ja, aber wir gehen jetzt mal da nach hinten. Wow. Genau, das sind ja die fetten Bäume, die wir da mal anpflanzt haben. Haben wir da nicht actually auch sogar einen? Nee. Okay. So, dann will ich dich mal abholzen. Aber nicht für Saplings, sondern für Blätter. So. So. Gut, dann können wir uns nämlich den Baum größer machen, dann regnet es nämlich nicht rein bei uns im Haus. Ist nämlich etwas unvorteilhaft. Ist nicht gut fürs Holz. So. Jetzt ist nur die Frage. Ob das überhaupt dann noch nach was ausschaut, wenn wir da einfach nur den. Da! Scheiß Viech, wollte mich gerade Geld zerstechen. Ob das dann überhaupt noch so gut ausschaut, wenn wir da einfach nur die Dinger dran machen. Blätter. Sag einmal. So. Ah ja, das geht schon. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass wir mehr Blätter brauchen. Naja, das geht wieder mal nicht. Oh, jetzt bin ich genau aufs Feld draufgefallen. Mann, oh Mann. So. Wie schaut das jetzt aus? Von ein bisschen weiter weg. Kann man eigentlich lassen. Ja. Schaut schon ganz gut aus. So, Lianen haben wir da genug.
Zwar, wo machen wir da ein welche hin? Da. Halt so, dass sie uns nicht reinhängen. So. Ja, okay. Gut, dann hätten wir schon mal das. So, warte mal, Folgenzeit ist 10, müssten jetzt 15 Minuten sein ungefähr. Ja, da müssen wir halt. Aber ich will die eigentlich gar nicht wegtun, aber wir müssen es halt wegtun. Also müssen eigentlich nicht, aber wir sehen halt dann nicht wirklich viel. Die können wir, da machen wir nur die vordere weg. So. Und da können wir es dabei lassen, weil das sind wir ja nicht wirklich oft. Das passt eigentlich auch. Da haben wir es schön frei, das ist gut. So. Das kannst du mir jetzt nicht sagen, oder? Das kannst du mir jetzt nicht erklären. Steht da im Haus ein Creeper? Einfach im Haus. Obwohl da eine Fackel gewesen ist. What? Wie? Zur Hölle. Das kann's doch nicht sein. Ja, super. Wie geht das? Das kann mir jetzt echt mal einer erklären. Wie funktioniert das? Ist klar, dass das wieder mir passiert. War wieder mal so klar. Wie kann da ein Creeper spawnen? So, jetzt ist ganz wichtig, dass wir das Bett da wieder hinstellen. Aha, okay. Sonst spawnen wir dann nämlich nicht mehr. Ah, Blödsinn, was tue ich? Ja, super, die Öfen sind jetzt weg. Wolle kommt da rein. So. Da spawnen ganz sicher. Was haben wir da für eine Lichtstufe?
Wo sieht man das nochmal? Ich glaube, da leid. Haben wir eigentlich überall relativ. Ich meine, du kannst mir nicht erklären, dass wenn da überall. Warte, wenn ich den Shader mal rausmache. Da ist es hell. Das sollte nichts spawnen. Was soll das? Oder vielleicht ist der reingegangen. Wir haben ja keine Tür, nicht einmal da. Das kann natürlich sein. Aber das denke ich einmal nicht. So, jetzt haben wir da mal eine Tür. Eieieiei. Das hat sich jetzt ausgezahlt. So, warte. Jetzt mache ich nur zwei. Und zwar brauchen wir da vier. Und da vier und das Gold machen wir dann irgendwann später. Jetzt haben wir da erstmal wieder ein bisschen Eisen, was gut ist. Da haben wir noch eine Tür, die brauchen wir dabei einmal nicht. Das auch nicht. So, jetzt mache ich aber einen Shader wieder rein. Sonst schaut das nicht gut aus. Das gibt's ja nicht. So. Halt, mit Shader schaut's ziemlich dunkel aus, da muss ich sagen sogar. Also das stimmt. Aber ich glaube, dass der reingegangen ist. Aber es war ja nicht wirklich Nacht. Also es war nicht Nacht. Das verstehe ich halt echt nicht. Mal, wir werden da noch welche machen, aber dass die halt immer, also dass wir quasi so das haben und das so zumachen können, machen wir es so. Das schaut besser aus, wenn das da so einen Bogen hat quasi. Ja, was werden wir da machen? Gute Frage tatsächlich. Ich weiß halt noch nicht genau, wo wir das Bett hinstellen. Aber ja. Das schaut ein bisschen leer aus. Warte mal. Item Frame. Bin ich jetzt. Aha. Ah, nein, bei Painting heißt, geht das. Ah. Ja, das ist schon eine Zeit her, dass ich wirklich Minecraft gespielt habe. So. Also, ich habe nie wirklich oft Bilder gemacht. Aber mit Bilder kann man wirklich einiges. Ja. Sag mal. Kommt das immer, wenn ich das? Aha. Das ist schön, dass das so ein großes Bild kommt, aber ich will eigentlich. Ja, nehmen wir das. Nein, das ist ein bisschen grün. Haha, no shit, aber ja, das gefällt ganz gut.
Ja, das gefällt mir ganz gut. Da können wir halt jetzt nichts mehr hinstellen, oder? Doch. Ha, das ist cool. Ach so. Hä. Warte mal. Und da ein Bambus und da die Ding, weil das ist dann auch ein bisschen komisch. Und dann werden wir dabei. Warum kommen da so riesen Bilder nur? Mann, ich will doch nur. Da. Warte mal, das eine hat mir gerade ziemlich gut gefallen. Ja, das da. Das passt da halbwegs gut rein. Ja, okay. Na gut, aber ich würde sagen, das passt mal für die Folge. Ja, zweimal Creeper, na super. Aber ja, na gut. Das brutzelt, ah ne, das ist halt fertig, hat sich ausgebrutzelt. Sehr gut. Dann kommt das da rein und dann kommen da natürlich noch da 6 Kohle und da 6 Kohle und dann nehmen wir uns noch ein bisschen. Ah ne, wir haben da eh noch was. So. Nächste Folge werden wir dann unsere Sachen reparieren. Und uns vielleicht um eine Terrasse kümmern, aber ich weiß noch nicht. Und was wir in der nächsten Zeit auch machen werden, ist, dass wir da unten das ein bisschen aufhübschen. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt werde ich mich da erstmal so hinstellen und ja, mich fürs Zuschauen bedanken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über Like und Abo freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao!